Ja, willkommen am Stand von Slingshot. Dieses Jahr haben wir einige neue Twin-Tip-Modelle, die wir euch gerne präsentieren würden. Folgt mir einfach mal hier rüber. Misfit, bewährter Shape, neue Optik bekommen. Für die, die das Misfit geliebt haben, gibt es dieses Jahr vielleicht für euch nochmal was Besonderes. Und zwar gibt es das Misfit jetzt in der Carbon-Bauweise. Das Board ist ein bisschen steifer, du kriegst ein bisschen mehr Pop aus deinem Board. Also auf jeden Fall mal vorbeikommen und probieren, wenn du schon dein Misfit liebst. Vielleicht ist das nochmal was für dich, um nochmal ein bisschen mehr aus dem Shape rauszuholen. Ganz neu konzipiert wurde unser Glideboard für Leichtwindtage. Uwe zeigt euch das mal ein bisschen mit der Kamera. Vom Shape her komplett neu gestaltet worden, bisschen breiter. Genau, wir kippen das noch einmal auf. Ich halte mal kurz eben fest. Weiter geht's in der Palette. Bekanntes Board bei uns, das Asylum. Dieses Jahr in zwei neuen Größen und mit einem Doppel-Carbon-Stringer. Beim Supernatural haben wir die Shape ein bisschen weiter ausgearbeitet. Für die, die es kennen, super lustiges Retro-Shape. Funktioniert sehr gut in der Welle als Directional, aber auch sehr gut zum Hochspringen. Du kannst die Kante richtig aufladen. Hier hinten in unserer kleinen geliebten Retro-Ecke findet sich auch das Dreamrider wieder. Guckt euch das mal an. Sehr tiefe Konkave. Uwe zeigt euch das mal von oben. Das ist wirklich sehr speziell für die, die länger schon im Kiten sind. Sie werden es auch wiedererkennen, denn diesen Shape gab es schon mal und gibt es zum Teil ja auch noch bei anderen Brands. Aber da lohnt es sich wirklich mal vorbeizukommen, denn das Fahrfeeling ist doch ein bisschen anders als bei deinem klassischen Twin Tip. Das Luna gibt es dieses Jahr wieder für unsere Mädels und Kids oder generell leichteren Fahrer in den kleineren Größen. Das Formula haben wir ja im Frühjahr schon präsentiert. Das haben wir wirklich in der ganzen Bandbreite für euch unten am Strand liegen. Wer Bock auf Hochspringen hat, Kite Loops zimmern, einen richtig schönen Pop aus einem Brett zu bekommen, soll sich das Formula mal angucken. Man kann es wirklich lange aufladen, dennoch bietet es trotzdem noch eine gewisse Weiche, dass man nicht ganz so bretthart landet und wie gesagt, federt auch die dollsten Landungen ein. Bewährtes Konzept bei uns, auch schon im Frühjahr veröffentlicht worden, das Crisis-Modell haben wir auch unten in allen Größen zum Probieren. Dieses Board bietet euch ein bisschen mehr Komfort beim Fahren. Es hat auf jeden Fall eine ordentliche Portion Flex. Ist auf jeden Fall ein sehr gutes Ein- und Aufsteigerbrett.